Liebe Bücherfreunde, heute stelle ich euch zum ersten Advent wieder ein paar Jahreshighlights vor. Und wir zünden heute das erste Kerzchen an. Die erste Kerze an, das klang gerade ein bisschen strange. Aber und ich habe so ein bisschen Kindermärchenbücher in dieser Kategorie zusammengefasst. Insgesamt liegen hier 4 Bücher auf meinem Schoß. Ich packe euch die Bücher und auch die Bücherwochen unten in die Infobox. Wenn ihr da ein bisschen eine ausführliche Review wollt, dann guckt euch da gerne ein bisschen um. Die Bücherwochen freuen sich, wenn ihr da auch mal vorbeischaut. Und ich habe ja im Ankündigungsvideo gesagt, dass ich so ein bisschen versuche, Kategorien zu schaffen. Und ich habe hier ja so ein bisschen Kinderbuch, Märchenbuch, ein Erwachsenen-Märchenbücher. Also es ist so ein bisschen eine Mischmasch-Kategorie, die aber schon irgendwie was zusammenfasst. Sagen wir es mal so. Ich glaube, ich habe es jetzt tatsächlich so ein bisschen Kinder-Märchenbücher genannt. Und wir starten einfach mit dem ersten Buch. Und zwar Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd von Charlie McKenzie. Es ist im Grunde schon irgendwie ein Märchenbuch, aber tatsächlich eher für Erwachsene. Es hat wunderbarste Zeichnungen, sieht von der Haptik richtig, richtig toll aus. Und wir treffen eben auf einen Jungen, der unterwegs ist und da eben dann auch auf die benannten Tiere trifft. Und das mit wunderbarsten Weisheiten, wunderschönen Bildern. Also es ist tatsächlich natürlich eher was für Erwachsene als für Kinder. Aber ich finde, man kann auch Kindern durchaus so etwas zeigen, weil es natürlich mit wunderbaren Weisheiten auch gespickt ist. Und ich wirklich hier ein großer Fan war. Also wirklich von den Bildern, von der Idee, dass wir hier eben ein Kind, einen Jungen begleiten auf seinen Weg, der Tiere trifft und der uns dann eben einfach wunderbare Zitate beschert. Also zum Beispiel, was macht man, wenn einem das Herz wehtut, fragt der Junge. Man umwickelt es mit Freundschaft, vergossenen Tränen und Zeit, bis es hoffnungsvoll und froh wieder aufwacht. Ach, einfach wunderschön. Und natürlich ist es so von der Haptik, also von der Aufmachung, richtig, richtig toll gemacht. Und ich bin wirklich happy, dieses Buch in diesem Jahr auch gelesen zu haben. Und wir haben hier zum Beispiel auch, die größte Illusion ist, sagt der Maulwurf, dass das Leben perfekt sein muss. Und hier gibt es dann auch so ein paar Farbkleckser, also richtig, richtig cool gemacht. Und hier schreibt der Autor, mein Hund ist über die Zeichnung gelaufen, sozusagen der Beweis. Richtig schön gemacht, also ich war sehr angetan. Ich hatte das Buch seitdem auch 2-3 Mal noch in den Händen und habe immer so ein bisschen drin rumgelesen. Es hat mir mega, mega gut gefallen. Finde ich jetzt auch perfekt, vielleicht für einen Nikolaus oder ein Weihnachtsgeschenk, weil das ist ein Buch, wo man vielleicht selbst überlegt, ob man es sich kauft, aber als Schenkebuch finde ich das perfekt. So auch das nächste Buch, Großer Panda und kleiner Drache von James Nurbery, ist im Grunde von der Aufmachung, also man sieht schon, dass so ein bisschen sich inspiriert wurde. Ich glaube aber, dass sie in unterschiedlichen Verlagen erschienen sind. Und hier haben wir eher so asiatische Weisheiten, denn der große Panda zieht hier mit dem kleinen Drachen los und man fragt hier eben auf dem Wege, was ist denn wichtig? Und was ist die wichtigste Frage, der Weg oder das Ziel? Und der kleine Drache sagt, die Gefährten. Und da muss man natürlich zustimmen, denn auch hier haben wir im Grunde eine sehr ähnliche Optik. Wir haben wunderbare Grafiken, wir haben verschiedene Jahreszeiten, die uns präsentiert werden. Denn die beiden sind eben durchgängig unterwegs gemeinsam. Und ich fand das ähnlich schön. Zündest du ein Licht für andere an, beleuchtest du auch deinen eigenen Weg. Richtig, richtig schön. Also auch hier ein Buch, das ich mittlerweile auch 2-3 Mal einfach in Händen gehalten habe. Immer wieder durchblättere und einfach die Zeichnungen auf mich wirken lasse und genieße. Und hier sagt zum Beispiel der kleine Drache, manchmal fühle ich mich wie dieses Gewitter. Dann sagt der große Panda, wenn du achtsam lauscht, hörst du das Plätschern der Tropfen auf den Steinen. Sogar in einem Gewitter kann man ein wenig Frieden finden. Wunderschön und ähnlich wie bei dem Buch mit dem Jungen, dem Maulwurf, der Fuchs und das Pferd, ist Großer Panda und Kleiner Drache eben auch ein Buch perfekt zum Verschenken. Ich habe auch beide Bücher in diesem Jahr schon zweimal verschenkt und es kam immer richtig, richtig gut an und selbst für einen ist es so ein bisschen ein Seelenstreichler und es lässt einen innehalten, es lässt einem achtsam werden und man ist so im Hier und Jetzt und genießt
Und wenn es eben auch nur 2-3 Minuten sind, wo man sich ein Bild anschaut, einen Text dazu durchliest, und ich fand das richtig, richtig schön. Also es ist herzerwärmend, es ist hier wieder die Freundschaft und Hoffnung und einfach ein wunderbares Thema, perfekt für die Weihnachtszeit, für Freundschaften, wenn man eben einfach dem anderen auch so ein kleines Stück Glück verschenken möchte, finde ich diese beiden Bücher einfach perfekt. Das nächste Buch, da bin ich sehr dankbar, dass mir das meine liebe Freundin Anka sozusagen erzählt hat, dass in dem Verlag, wo sie arbeitet, Billy Bienenbeinchen erscheint. Jeder kann helfen, von Birgit Wiedenmann, und die Illustrationen sind von Anja Krüger, und das habe ich sehr geliebt. Auch das habe ich mittlerweile schon, obwohl es noch so kurz da ist, mit 2-3 anderen dann auch schon mal durchblättert und gelesen und auch so den ein oder anderen schon angefixt. Ganz besonders schön ist, dass es hier ein Lesezeichen gibt, und dieses Lesezeichen möchte ich noch ausdrucken, beziehungsweise bekomme ich da noch eine Druckdatei der Illustratorin, die mir auch sozusagen die Katze Billy Bienenbeinchen sozusagen nochmal spiegelverkehrt dann zuschickt, dass ich das laminieren kann und benutzen kann. Und Gedanke ist natürlich, dass die Katze sozusagen jetzt vorne drüber schaut, und ich bin so happy. Also Anka hat von diesem Buch erzählt, und die Grafiken finde ich einfach wunderschön. Wir haben hier die Geschichte eben von Billy Bienenbeinchen, der einen Autounfall hat, dann von einem Jungen, von Mehmet, gefunden wird und dann eben zu einer Pflegestelle kommt und dort eben so ein bisschen aufgepäppelt wird und dann eben auch auf der Pflegefamilie natürlich so ein bisschen ein besonderer Kater ist, weil ihm eben ein Beinchen fehlt, das hier wunderbarst umwickelt ist, was auch zu seinem Namen geführt hat. Und das ist so eine wunderbare Kindergeschichte. Es ist so herzerwärmend und es zeigt, wie wichtig Tierschutz ist, wie der funktioniert, dass man auch nicht wegschauen muss, auch wenn man erstmal nicht vielleicht selbst helfen kann. Gibt es immer Stellen, wo man ein verletztes, krankes Tier hinbringen kann, egal ob es Pflegestellen sind, ob es Tierheime sind, ob es Notfallklappen sind, und dass man eben nicht wegguckt, dass man dem Tier sich nicht selbst überlassen lässt, sondern dass man eben immer helfen kann. Egal wie klein man ist, egal ob man Junge oder Mädchen ist, vollkommen egal, man kann helfen, jeder kann helfen, und das ist einfach so, so, so wichtig für den Tierschutz, und das hat wirklich mein Herz berührt. Also es war eine wunderbare Geschichte, wenig Text, ich glaube wirklich für Kinder so ab 3 perfekt geeignet zum Vorlesen, aber natürlich dann auch, wenn sie älter sind, zum selber lesen. Und das ist, denke ich, auf jeden Fall auch ein Buch, was in meinem Freundeskreis dieses Jahr 2-mal verschenkt wird. Da bin ich mir ganz sicher. Die Bestellungen gehen bald raus. Und ich fand das richtig schön. Also es war auch mal so ein wichtiges Thema, so wunderbar leicht verpackt und wo man einfach den Kindern auch ein Bewusstsein geben kann, helft und ihr tut etwas Gutes, und das hat danach eben auch eine Auswirkung, nämlich auf dieses wunderbare Lebewesen, und egal ob Katz, Hund oder was auch immer, jedes Leben ist schützenswert und helfenswert, und fand ich richtig, richtig schön. Und jetzt kommen wir zu einem Kinderbuch, eher einer Fantasy-Geschichte, die vielleicht sich nicht als Kinderbuch so eignet, aber irgendwie dadurch, dass es so fantasievoll von Walter Mörs ist, irgendwie schon in diese Kategorie passt. Ich hoffe ich zumindest, denn es sind die 13,5 Leben des Captain Blaubär, und das habe ich in diesem Jahr gelesen und genossen, und ich hatte wahnsinnigen Spaß. Ich bin Becky so dankbar, dass sie mich in die Welt von Walter Mörs eingeführt hat. Ich glaube, im letzten Jahr war da auch schon das ein oder andere Buch ein Jahreshighlight für mich, und ich hatte so viel Spaß mit Captain Blaubär, der definitiv schon ein anderer Captain Blaubär ist, als man ihn aus der Sendung mit der Maus kennt. Da hat er ja auch immer mit seinen Neffen oder den Neffen und den Kindern, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, wie die alle verwandt waren, auch immer so seinen Schabernack getrieben. Diese Geschichte ist schon ein Wälzer. Das muss man wirklich sagen. Aber wir begleiten eben Captain Blaubär in der ersten Hälfte seines Lebens oder wie das irgendwie war. Und wir sind eben hier mit seinen halben Lebenserinnerungen unterwegs. Und das hat so viel Spaß gemacht, ihn zu begleiten, der Fantasie von Walter Mörs zu folgen, sich das vorzustellen. Es ist wirklich Wahnsinn. Walter Mörs, was der in seinem Kopf für Ideen hat, Gedanken hat, wie er die zu leben erschafft, das finde ich einfach großartig. Das hat mir schon in der Buchlingstadt wahnsinnig gut gefallen. Und hier sind wir ein bisschen abseits von Samonien, denke ich zumindest, dass das nicht direkt in diese Reihe gehört. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, weil ich das jetzt ja auch einfach so ein bisschen durcheinander gelesen habe und nicht so zusammenwürfelnd. Das Leben ist zu kostbar, um es dem Schicksal zu überlassen. Da bin ich absolut einer Meinung. Also es gibt hier schon auch ein bisschen Zamonien, aber es spielte eben nicht in dieser Reihe, weil ich glaube, das sind ja erst 2 Bücher erschienen, und dieses Buch ist definitiv anders. Wir haben hier
Übersichten über Kategorien und wir haben natürlich auch Grafiken. Jetzt versuche ich gerade so ein bisschen was zu finden. Also wunderschön auch in der Aufmachung. Ja, und wir verfolgen Captain Blaubär und es macht einfach Spaß, in seinem halben Leben mit dabei zu sein. Man darf natürlich nicht immer alles glauben. Ich glaube, das macht uns Captain Blaubär auch immer mal sehr deutlich, dass ja so ein bisschen freie Dichtung durchaus auch etwas ganz Wunderbares ist und ich fand's toll. Ich mag die Ideen, die Umsetzungen, den Erzählstil. Ich mag diese Fantasie von Walter Mörs. Ich finde das wirklich großartig. Und das ist so nochmal eine ganz andere Fantasy, als wenn man so eine High-Fantasy nimmt, wie bei Tolkien oder George R. R. Martin. Das ist hier einfach so auch ein bisschen verrückt und so gar nicht realistisch, so gar nicht echt, sondern so weit weg. Und trotzdem sind die Geschichten so nah und gehen einem zu Herzen und unterhalten einen, bringen einen zum Schmunzeln und zum Lachen. Und das war hier wirklich großes, großes Bücherkino für mich. Und es hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht, dieser Geschichte zu lauschen, ihr zu folgen, mir das vorzustellen. Und es ist wirklich so, dass Walter Mörs in meinem Kopf auch einen Film erschaffen lässt und mir hier wirklich großen, großen Spaß bringt. Also richtig, richtig, richtig toll. War wirklich einfach ein großes Bücherkino für mich. Und ich kann dieses Buch in der großen Rubrik vielleicht der Kinder-Jugendbücher auf jeden Fall empfehlen, weil mir das wirklich wahnsinnig viel Fantasie und eine tolle Reise beschert hat. Und so manches Szene in meinem Kopf ist und mich durchaus auch in die Nächte, in die Träume verfolgt und ich finde auch die Illustration einfach richtig schön. Also ein großartiges Buch hier in Taschenbuch und es heißt hier auch so schön, ein epochales Buch auf gut 700 Seiten schafft Mörs ein Universum. Und da muss ich der Zeitschrift Brigitte absolut recht geben. Also vier doch irgendwie ähnliche Bücher, zumindest was vielleicht irgendwie die Fantasie angeht, wenn auch natürlich schon eher für ganz unterschiedliche Leser und da stehen die Bücher gefühlt alle auf dem Kopf. Aber ja, also irgendwie Kinder, Jugend, Fantasy, Geschichten, so eine richtige Oberkategorie wird sich wahrscheinlich nicht finden lassen. Aber als ich so diese vier Bücher in meinem Stapel so gesehen habe, dachte ich, ja, die passen thematisch auf jeden Fall irgendwie zusammen und haben mir das Jahr wirklich sehr, sehr versüßt. Und besonders die Bücher, in die man dann eben öfter als einmal greift. Und das war es jetzt, das erste Adventskerzen-Video. Also, klingt auch irgendwie nicht besser. Ja, der erste Advent und vier meiner Highlights aus 2022. Ich bin gespannt, ob ihr eines der Bücher vielleicht kennt, ob sie selbst für euch vielleicht ein Highlight waren oder ob ihr euch hier eine wunderbare Inspiration geholt habt für ein Adventsgeschenk, für ein Nikolausgeschenk oder Weihnachtsgeschenk. Noch liegt ja alles vor uns und ich freue mich auf jeden Fall über den Austausch mit euch in den Kommentaren. Danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen ersten Advent und lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Video. Tschüss, macht's gut!